Guti, Buben und Bubinen, und willkommen zu einem neuen Video. Tell the Link to the Past oder wie auch immer. Awakening, was auch immer. Ja, wir sind jetzt bei Folge 20 oder so oder 19 und sind jetzt beim Adlertempel, meine lieben Freunde. Und das machen wir jetzt, ne? Wir gehen mal rutzifutzi da rein. Ich habe ein bisschen nachgelassen die letzten Tage. Ein paar Folgen sind erst 2-3 Tage später gekommen. Die Adlerfestung, meine Freunde. Und die spiele ich nämlich leider fast blind, würde ich mal sagen. Weil ich... Aber mein Finger... Kleine Verletzung. Ich konnte mich nicht so ganz drauf vorbereiten. Sagen wir mal ganz ehrlich. Ich habe auch keine Ahnung mehr genau, wie dieser Tempel ging. Auf jeden Fall tut er sehr weh. Ich weiß gar nicht, wie es mit... Oh, wie es mit denen hier alles steht und so. Oh, die sind gefährlich. Die sind hier nämlich ganz gefährlich, weil die fressen dir nämlich... Aua. Dein Schild weg und so ein Scheiß. Da kommt der Schlüssel runtergefallen. Irgendwas braucht man den ganzen... Alter, ich renne da jedes Mal rein, ne? Irgendwelche Markierungen noch hier. Weil gesagt, wir werden wohl diesen letzten Dinger wohl ein paar Folgen ziehen müssen. Weil ich absolut keine Ahnung mehr habe, wie, was, wo und wie. Das ist, da muss ich wieder reinkommen. Na, guck mal, hey, das ist schon ein bisschen schon mal scheiße. Habe ich nicht den Bumerang? Ja, genau. Soll man den mal nehmen? Kann man den nicht irgendwie? Man könnte irgendwie... so doch nicht. Mit dem Bumerang könnten wir eigentlich schon einiges... Ach. Das Chrom, Alter. Oh, genau. Wie war denn das nochmal? Tschupp. Hab ich noch dabei? Genau. Oh, weil, da musstest du... Oh. Da musstest du das da irgendwie irgendwo runterschmeißen. Und dann konntest du das irgendwie wieder irgendwo aufsammeln. Oh mein Gott. Ich weiß das doch jetzt nämlich. Jetzt schleppe ich die ganze Zeit das Ding mit mir rum. Aua. Wollen wir mal gucken. Genau. Ey, das war fast richtig. Was ist denn los mit dir? Nee. Hier. Achso, der kommt auf die andere Seite dann. Okay. Der kommt dann hier hin und dann machen wir den da hin so. Hallo? Weil der Eier kommt mir genau im Weg. Warum hüpft der jetzt in die Richtung? Okay, der andere ist anders gehüpft, kann das sein? Hä? Gut, das war gut. Das war wieder typisch, Alter. Aua! Naja, typisch Steff, Alter. Ja, aber warum geht der jetzt nicht hier rein? Die müssen doch hier reingehen. Ja, ist doch gut. Die müssten eigentlich da reingehen. Lol. Bin ich dumm oder so? Weil, das ist doch eigentlich... Oh, oh. Boah, was ist das Ding auf den Sack geht, ne? Weil eigentlich müssten die hier reingehen. Boah, Junge, ey, ich flash aus. Geht doch. So, okay, Ruhe. Also die können wir schon mit dem Bumerang killen. Ich verstehe das nicht. Die müssen doch hier reinpassen. Weil der... Ist ja klar, dass der nicht hier reinkommt jetzt. Auf jeden Fall fuckt die Musik mich immer richtig übel ab. Wir gehen mal weiter, mal gucken. Also eigentlich gehören die... Aua, jedes Mal knall ich da rein. Eigentlich gehören die schon so da rein. Ist hier irgendwas versteckt hinten dran? Ah, nein, ich Vollhorst. Ich glaube, ich hätte hier das Ding gegenschmeißen können, kann das sein? Wohin renne ich denn da? Ich glaube, hier hätte ich die Kugel gegenschmeißen können, oder? Das sieht so... So instabil aus. Hm, ich weiß es aber nicht mehr.
Wir sind alle ein bisschen draußen, meine Freunde. Aua. Ne, das klappt auf jeden Fall nicht. Gut, hier kommen wir lieber weiter. Aber warte mal, kann ich da rüber mit dem Enderhaken? Auch nicht, ne? Also die ganzen Dinger sind mir hier übelst im Weg. Was ich nicht verstehe ist, was haben wir jetzt hinten mit diesen Schachbrettern falsch gemacht? Und wie kommen wir hier ran? Was wir machen können, wir könnten quasi eine Bombe nehmen. Ne, die passt gar nicht rüber, ne? Nö, die geht schon mal nicht rüber. Auch wenn wir versuchen, sie diagonal zu schmeißen, kriegen wir nicht rüber. Läuft ja wieder prima am Anfang. Läuft ja schon wieder prima, Alter. Gut. Hä? Die, oh, nee. Auf sie kommen immer die raus, das ist cool. So, jetzt gucken wir, wo wir hier lang müssen, Alter. Da kommen wir nicht lang, da kommen wir nicht lang. Was Feuer kommen wir nicht. Also, es ist ja wieder wie bei... Ja, aua! Ah, ich hätte es gar nicht gesehen. Nee, kommen wir gar nicht hoch, kommen wir nur runter. Hehe. Hehe. Wie er mit dem Arsch immer hochgeht. Gut, okay, das ist schon mal eine Sackgasse gewesen. Oh, nee. Aber könnte ich die eigentlich... Okay, das geht damit noch besser. Hehe. Irgendwas... Habe ich verpasst, Leute. Ich habe den einen Kristall doch gerade eben gesehen. Da bin ich denn nur dämlich, oder was? Aua! Wo habe ich den? Der ist auch schon schwer zu treffen, so ist es ja nicht, ne? Wo habe ich den einen Kristall gesehen? Den haben wir doch geguckt, um den Treeforce-Zeichen an der Wänden überall für ihn geschmuggelt, Alter, meine Freunde. Hier stimmt irgendwas nicht mit meinem Greenscreen mal wieder. Da ist irgendwas faul im Stade Dänemark, so. Bevor wir nachher die Aufnahme nämlich verkacken. So, jetzt, das ist das Problem da hinten, ne? Da hinten kommen wir nicht hin. So, das heißt, wollen wir was trinken? Irgendwas haben wir übersehen. Ich werde mit dir, dass ich auch diese Kugel hätte nehmen müssen. Ich komme ja nicht so, oder? Komme ich diagonal? Okay. Ja. Na dann. Hier sind sie über diese Dinger. Da hätte ich mal die Kugel gegenschmeißen sollen. Tada! Da, 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 da. Weil ich weiß, mit der Kugel war irgendwas hier, mit der hier, ne? Mit der war irgendwas faul. Siehst du hier? Bums. So läuft das nämlich ab, meine Freunde. So kann man nämlich die Säulen zerstören. Genau. Dafür ist diese Kugel da. Im Endeffekt mache ich jetzt gerade hier irgendwas, was, glaube ich, nie so gut ist. Wir lassen das Ding mal nach unten fallen. Ich habe keine Ahnung. Und gehen jetzt mal ein paar Schritte zurück, weil wir haben ja noch was zu holen. Da die Truhe jetzt, ne? Ah, da ist die Kugel wieder. Nein, wir kommen hier gar nicht mehr raus. Ach man. Ich weiß nicht, brauchen wir die Kugel noch? Ich weiß es jetzt nicht. Wir nehmen sie mal nicht mit. Wir lassen sie mal hier liegen, dann wissen wir wenigstens, wo sie ist. Gut, wie gesagt, das werden jetzt ein paar längere Parts, meine Freunde. Kann ich jetzt hier durch? Ja. Ich wollte eigentlich so Truhe. Huch. Blaue Fliesen. Ah. Nein. Ja, das ist sogar kein Zweck. So. Bitte. Didelidelid. Eine Truhe, meine Freunde, eine Truhe. Aber das juckt er hier. Ja, Dankeschön, würde ich mal sagen. Das waren auch irgendwie fliegende Bomben, ne? Hä? Kirby, altes Haus.
Oh, fuck, ey. Ich glaube, das ist nicht so gut, dass der so ziehen kann an einem, oder? Oh Gott, jetzt bin ich hier am Abschmieren. Ob das so gut ist? Jetzt können wir hier einmal außen rumlaufen. Oh, ein paar Bomben farmen. Jetzt können wir wenigstens diese eine Truhe hinten noch holen. Also, das ist ein bisschen Chaos hier gerade, ne? Immer wieder rein. Ah, jetzt können wir auch hier rum. Was wir jetzt nicht verstehen, ist natürlich, wo uns das Ganze hier hinführen soll, ne? Das ist echt freaky, meine Freunde. Das ist echt freaky. Das ist jetzt hier ein reines Durcheinander. Ich habe fast geschafft. Beim ersten Mal. So. Irgendwo war doch dieses Ding jetzt, verdammt. Ich will diese Truhe nur holen. Mehr will ich ja gar nicht. Deswegen renne ich hier rum. Da ist sie doch. Mensch, meine Nase ist jetzt. Jetzt ist meine Nase durch das Niesen gefickt. Und. Wir haben das Spiegelschild erhalten. Endlich. Wir haben das Spiegelschild. Und jetzt geht's nämlich los mit dem Spiegelschild. Ach, diese Feen, ich liebe sie. Gut, die brauchen einen Schlüssel. Das ist ja schlecht. Gut, dass wir das Spiegelschild schon haben. Bringen uns natürlich auf jeden Fall weiter. Wir wissen zwar noch nicht, wo wir es einsetzen können. Der ist auch fies, ne? Ha, hast du gedacht, du? Bestimmt da, wo der Kirby am Rumtanzen ist. Da kriegen wir den... Oh. Da. Okay. Hä? Ah, okay. Okay, was ist da oben? Da oben ist eine Truhe. Ja, dann hat er uns hier. So, so können wir die ausschalten. Das ist schon ein gutes Zeichen. Ach, jetzt sind wir schon wieder hier mit zugange. Warum liegen die genau da drauf, ne? Also das ist schon mal klar, dass das nicht so funktioniert, wie wir das wollen. Ne, hier, die weichen immer aus. Mitnehmen können wir sie auch nicht. Also, die gehören eigentlich schon da hinten hin. Der Weiße gehört dahin, garantiert. So, jetzt ist er genau dran vorbeigehüpft. So. Aha, geht doch. Boah, was für eine Bastlerei. Nee. Okay, dann noch eins weiter. Auch nicht. Dann eins hoch. Hoppala. Nee, so ja nicht. Ach, Mann, ey. Gibt's doch nicht, oder? Ah, gehen wir noch eins so rüber. Irgendwie hüpfen die ganz komisch, ne? Die hüpfen ganz, ganz komisch. Wenn man wenigstens wissen würde, wie er dahin fliegt, ne? Dann wäre das ja cool. So, dann dahin, dann gehen wir von da mal so hin. Auch nicht, jetzt gehen wir mal hier hin. Auch nicht. Ha. Das gibt eine längere Runde. Ich glaube, wir brauchen diesmal drei. Na, ach Mann, drei Folgen hier. Dann gehen wir noch hier rüber. Auch nicht. Das gibt's doch nicht, ey. Meine Güte. Ey.
Fast. Also, der ist schon mal fast. Ich gehe nur eins nach vorne. Auch nicht. Er ist schon hier fast im Ausgang. Auch nicht. Das gibt's nicht. Mensch! Der nicht. Ich glaube, wir haben schon fast alle Kacheln ausgetestet, oder? Also stehe hier nochmal. Den hier. Wieder nach oben. Warum? 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 Also ich vermute immer noch, dass es... Hoppala. Soll ich wieder rausgeholt? Nein! Nein, Leute! Oder gehe ich doch weiter rein? Jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Oh, Mann. Leute. Ich würde mal sagen, ich bin hier schon ziemlich lange mit beschäftigt. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn jetzt eben reingemacht. Ich weiß ja nicht mal, ob der überhaupt da unten rein gehört. Aber eigentlich kann das nicht sein. Der hier muss schon. Der hier muss hier unten rein. Du Sauhund, du hättest ja mal gerade darin fallen können. So, bumm. Augen leuchten. Ich würde mal sagen, Leute, das frustriert mich gerade ein bisschen. Ich versuche es noch ein bisschen hier weiter. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Jetzt war totales Durcheinander heute. Aber wir werden uns in der nächsten Folge wieder sehen, zum zweiten Teil. Ich denke aber nicht, dass wir den Tempel dann heute diesmal in zwei Teilen fertig kriegen. Ich denke mal eher, wir werden dafür länger brauchen, wie zwei Teile. Dieses Rätsel, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es beim ersten Mal gekriegt habt. Oder ob ihr auch ein bisschen dafür versuchen musstet. Weil irgendwie fühle ich mich davon ein bisschen verarscht gerade. Jetzt ist es da. Wenn ich hier hingehe, jetzt dahin, wenn ich dahin mache, jetzt dahin. Und ich gehe die Wand schmeiße auch nicht, wenn ich gegen diese Wand schmeiße auch nicht. Und wenn ich jetzt da gehe die Wand schmeiße, jetzt dahin. Also irgendwie fühle ich mich ein bisschen verarscht. Ich versuche ein bisschen rum. Vielleicht kriege ich gleich raus. Und dann kann ich euch ungefähr sagen, wo ich es rein hingeworfen habe. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Freunde. Tschö. Mit.